Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls auf Skyrim. Wir haben jetzt die Mordauftrage erlöst. Da unten streitet sich gerade die Schmiede mit ihren Lehrlingen. Und wir gehen wieder zurück zur dunklen Bruderschaft. Let's go. Ich hoffe, es geht euch soweit allen gut da draußen. Das muss also das ich bin ein bisschen verschnupft, aber sein, von dem ich immer gehört habe. So schlimm ist es nicht, Freunde. Ganz ehrlich, wir haben jetzt Februar, den 1.2. Das ist ja kein Wunder, wenn man verschnupft ist bei dem kalten Wetter. So, jetzt erstatten wir mal Astrid den Bericht, dass wir das erledigt haben. Ah, ihr seid zurück? Wie ist es euch mit eurem ersten echten Auftrag ergangen? Ich wette, es war um einiges aufregender als das, was Nasir euch bisher angeboten hat. Ich schweige. Also gut. Ich respektiere eure Diskretion. Nun brauche ich aber eure Hilfe in einer eher persönlichen Angelegenheit. Stimmt etwas nicht? Es ist Cicero. Seit seiner Ankunft war sein Verhalten irrational, wäre eine Untertreibung. Ich glaube, er ist wirklich verrückt. Aber es kommt noch schlimmer. Er hat Gefallen daran gefunden, sich in der Kammer der Mutter der Nacht einzuschließen und dort zu reden. Mit irgendjemandem. In gedämpftem, aber hektischem Ton. Mit wem redet er? Was hecken Sie aus? Ich fürchte Verrat. Schweig. Ihr müsst das verstehen. Wenn Cicero die anderen gegen mich, gegen uns, aufbringt, eine derartige Spaltung würde unsere Familie nicht überleben. Was soll ich tun? Lieber Bruder, ihr müsst euch in diese Kammer stehlen und ihr Treffen belauschen. Es wird nicht ausreichen, euch in den Schatten zu verbergen. Sie werden euch mit Sicherheit bemerken. Nein, ihr benötigt ein Versteck. Einen Ort, an dem niemand jemals nachsehen würde. Zum Beispiel im Sarg der Mutter der Nacht. Schweigen. Ihr habt also keine Einwände? Gut. Nun geht, bevor sie sich treffen. Eigentlich schon, ich will mich nicht in deiner... Berichtet mir später, was ihr in Erfahrung gebracht habt. Ja. Also ich möchte nicht unbedingt passt mit einer... Passt auf euch auf. Mit einer Mumie kuscheln. Aber hier schon mal kleine Vorwarnung, bei mir ist es immer so gewesen, bei der Quest, wenn ich bei der Mutter der Nacht im Sarg war und es wird dunkel, hat sich bei mir immer der Monitor ausgeschalten, warum auch immer, deswegen ich das öfteren Escape drücken. Nur damit ihr Bescheid wisst, ja? Sind wir allein? Ja, ja, allein. Süße Einsamkeit. Niemand wird uns hören oder stören. Alles läuft nach Plan. Die anderen. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie werden kommen, ich weiß es. Der Zauberer Festus Grex. Vielleicht sogar der Argonier und das Nix-Kind. Was ist mit euch? Habt ihr mit jemandem gesprochen? Nein? Nein, natürlich nicht. Ich rede, gehe, sehe und spreche. Und was tut ihr? Nichts! Nicht! Nicht, dass ich wütend wäre. Nein, niemals. Cicero versteckt.
Cicero versteht immer und gehorcht. Ihr redet, wenn ihr bereit seid, oder? Oder? Liebe Mutter der Nacht. Armer Cicero. Guter Cicero. Ein so demütiger Diener. Doch meine Stimme wird er niemals hören. Denn er ist nicht der Zuhörer. Oh, aber wie kann ich euch verteidigen? Wie kann ich euren Willen ausführen, wenn ihr nicht sprecht? Zu niemandem! Oh, aber ich werde sprechen. Mit euch werde ich sprechen. Denn auf euch habe ich gewartet. Ja, euch. Ihr teilt meine eiserne Grabstätte. Ihr wärmt meine alten Knochen. Diese Aufgabe gebe ich euch. Reist nach Volunroth. Sprecht mit Armand Moutier. Der arme Cicero hat euch enttäuscht. Dem armen Cicero tut es leid. Liebe Mutter, ich habe mich so sehr angestrengt, aber ich kann den Zuhörer einfach nicht finden. Sagt Cicero, die Zeit sei gekommen. Sagt ihm die Worte, auf die er all die Jahre gewartet hat. Dunkelheit erhebt sich. Wenn die Stille stirbt. Was? Welch Verrat! Eine entwürdigende und befleckende Tat! Ihr habt die Heiligkeit des Sarges der Mutter der Nacht verletzt! Redet! Redet, Wurm! Die Mutter der Nacht hat zu mir gesprochen. Sie sagte, sie war auf mich gewartet. Sie hat zu euch gesprochen? Noch mehr Heimtücke, noch mehr Betrügereien und Täuschungen. Ihr lügt! Die Mutter der Nacht spricht nur mit dem Zuhörer! Und es gibt keinen Zuhörer! Wartet, sie hat mir gesagt, ich solle euch sagen, die Dunkelheit erhebt sich, wenn die Stille stirbt. Das? Das hat sie gesagt? Diese Worte hat sie... euch gesagt? Dunkelheit erhebt sich, wenn die Stille stirbt? Aber das sind die Worte, die bindenden Worte, geschrieben in den Büchern des Bewahrens. Das für mich bestimmte Signal, die einzige Möglichkeit der Mutter, mit Cicero zu sprechen. Dann stimmt es. Sie ist zurück. Unsere Dame ist zurück! Sie hat einen Zuhörer auserwählt! Sie hat euch auserwählt! Seid gegrüßt, Zuhörer! Bei Cities, es reicht! Zurück, Wahnsinniger! Was immer ihr auch im Schilde führt, es ist vorbei! Geht es euch gut? Ich habe den Tumult gehört. Mit wem hat Cicero denn gesprochen? Wo ist der Komplize? Zeigt euch, Verräter! Ich sprach nur zur Mutter der Nacht! Ich sprach zur Mutter der Nacht, aber sie sprach nicht zu mir! Oh nein! Sie sprach nur zu ihm! Zum Zuhörer! Was? Der Zuhörer? Was erzählt ihr denn da? Was soll dieser Wahnsinn? Es stimmt, es stimmt! Die Mutter der Nacht hat gesprochen! Die Stille wurde durchbrochen! Der Zuhörer wurde auserwählt! Als ich Cicero schreien hörte, wusste ich, dass man euch entdeckt hat. Und ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Geht es euch gut?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Es ging so schnell. Na schön. Lasst uns alle tief durchatmen. Cicero sagte, er habe mit der Mutter der Nacht gesprochen. Aber sie sprach mit euch? Bitte sagt mir, dass das nur ein makabrer Scherz ist. Stimmt, die Mutter der Nacht hat mir gesprochen. Sie sagte, ich sei der Auserwählte. Was? Cicero sprach also mit niemandem sonst? Nur der Leichnam der Mutter der Nacht? Und die Mutter der Nacht, die nach allem, was wir wissen, nur mit der Person spricht, die als Zuhörer auserkoren wurde, sie hat gerade gesprochen. Gerade jetzt. Mit euch? Ja. By Cities. Und? Was hat sie gesagt? Muss nach Amont Mautier im Wollrund sprechen. Amont Mautier? Ich weiß wirklich nicht, wer das ist. Aber Wollonrud, den Namen habe ich schon gehört. Und ich weiß auch, wo es ist. Ich soll nach Wollonrud mich mit diesem Mann unterhalten? Nein, nein. Bitte, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ihr empfangt eure Befehle von mir, ist das klar? Die Mutter der Nacht mag ja mit euch gesprochen haben, aber ich bin noch immer das Oberhaupt dieser Familie. Ich werde meine Autorität nicht einfach so abgeben. Ich brauche Zeit, um über all das nachzudenken. Geht zu Nasir und erledigt einige Aufträge für ihn. Ich werde euch aufsuchen, wenn ich weiter über diese Angelegenheit reden kann. Okay, gut. Ihr seid der Zuhörer, ihr seid der Zuhörer. Ich habe Mutter gut gedient, das habe ich. Was genau macht ein Zuhörer? Oh, der Zuhörer... Hört zu. Die Mutter der Nacht spricht zu euch. Sie leitet euch auf eurem Weg. Doch wenn die Mutter der Nacht spricht, muss der Zuhörer gehorchen. Das müsst ihr. Denn ihr Wort ist der Wille von Cities. Und Cities verkörpert die dunkle Bruderschaft. Wird die Mutter Nacht jemals wieder zu mir sprechen? Cicero, wolltet ihr der Zuhörer sein? Oh, nun, ja, das wollte ich, in der Tat. Ich habe versucht zuzuhören. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Aber die Mutter der Nacht hat nie zum armen Cicero gesprochen. Oh. Die Stille hat mich fast verrückt gemacht. Oh, aber das war einmal. Jetzt sind wir hier. Ihr seid der Zuhörer und die Mutter der Nacht hat euch aus einem bestimmten Grund auserwählt. Da bin ich mir sicher. Cicero bleibt der glückliche Bewahrer. Ja, gut. Seid ihr aufgeregt? Oh, ein bisschen. Das solltet ihr... So, was haben wir denn hier? Das nehme ich mit. Nein, die Dinge wenden sich endlich zum Guten. Ah, jo. Okay, wir sind jetzt der Zuhörer. Interessant. Leer. Ah, nehme ich mit. Einige Zeugin. So, wir sind der Zuhörer, müssen zuhören. Also darf ich jetzt nicht mehr sprechen, nur noch zuhören. Alles klar. Ich ja schon alles gelootet habe, wa? Krass. Ja gut, dann machen wir uns mal auf zu nach Nasir. Hep. Hallo Nasir. Mein Freund, ihr verbreitet den Geruch des Todes. Ich verneige mich vor euch. Asselt wollte, dass ich euch nach Arbeit fragen solle. Ihr hättet keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Das trifft sich gut. Ich habe zwei neue Aufträge. Einer davon ist ziemlich einfach, der andere dürfte eine echte Herausforderung sein. Euer erstes Ziel ist ein Ork namens Lobuk. Beim zweiten Ziel handelt es sich um einen Vampir namens Herrn. Gute Jagd! Okay, erzählt mir über Herrn. Er ist ein Vampir, der schon seit Jahren unter den Menschen lebt. Er befindet sich meistens in Gesellschaft seiner weiblichen Gefährtin Herd, ebenfalls ein Vampir. Der Auftrag gilt nur für den männlichen Vampir Herrn, aber vermutlich werdet ihr es auch mit seiner Gefährtin aufnehmen müssen. Passt um Citys Willen auf euch auf.
bin doch eh schon halb Vampir, also von daher. Erzählt mir über etwas über Lurbuk. Er ist wohl der schlechteste Barde in ganz Himmelsrand. Anscheinend wollten ihn so viele Leute tot sehen, dass Astrid den Auftraggeber mit Hilfe einer Lotterie bestimmen musste. Okay, was denkt ihr über Cicero und die Mutter der Nacht? Ich mag weder Mime noch fahrende Sänger, Schauspieler, Akrobaten, Jongleure oder Troubadoure. Und von Flötenmusik kriege ich Kopfschmerzen. Am meisten hasse ich aber Hofnarren. Und nach den Leichen alter Frauen bin ich auch nicht gerade verrückt. Bei der Nachtmutter will ich aber mal eine Ausnahme machen. Das ändert aber nichts daran, dass ich nur Astrid diene. Okay. Auf geht's. Ja, auf. So. Nochmal gleich den Vampir. Weil zum Vampir werden machen kann er mich sowieso nicht. Ergo haben wir da etwas leichteres Spiel. Ich würde sagen, let's go, oder? Wow, hat sie mich jetzt erschrocken. So ist das Ganze denn. Da. Ach so, die Halbmondmühle. Ja, da war ich schon. Ich meine, hier sieht man es. Dein Vampirblut weit im Sonnenlicht. Also ergo können die mich schon gar nicht mehr zum Vampir machen. Ich speichere trotzdem vorsichtshalber mal ab. Sicher ist sicher. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt reingehe, heißt das ja, wir haben hier, du hast hier nichts zu suchen. Kann eine Frau nicht einmal einen Moment für sich? Ihr habt hier nichts verloren. Ein Eindringling! Woher seid ihr gekommen? Oh, du machst aber wenig Schaden, Junge. Mit euch kämpft es sich gut. Na, trotzdem witzig, dass ich trotzdem Kopf... Nee, lass das. Schön sein lassen. Ja, hock dich hin. Ja, bedien dich beim Essen. Aber wieso haben wir jetzt denn Kopfgeld gekriegt? Das frage ich mich gerade. Mal sehen, ob ich nochmal Kopfgeld kriege. Normalerweise ist das eine Todesstrafe in Skyrim, um einen Huhn zu töten. Und aber interessant, dass ich Kopfgeld kriege. Finde ich krass. Ich meine, keiner war drin irgendwie. Bei mir, außer die beiden. Und ich krieg trotzdem. Ja. Kopfgeld. 1000 noch irgendwas haben wir jetzt. Aber das bisschen Geld zahle ich, ganz ehrlich. So, der wird wahrscheinlich in der Wirtschaft rumhängen, der Lurbuk. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Ja, alles gut. Nur schauen, wie ich den erledigen kann. Ah, da ist er. Ich speichere erstmal hier ab. Dann schauen wir mal, wie wir das Ganze schaffen. Ich setze mich jetzt einfach mal hin. Warte mal eine Stunde oder so. Warte ich 2-3 Stunden. Irgendwann muss er sich ja auch zur Ruhe setzen.
Müssen wir halt schauen, dass es irgendwie Nacht wird, dass der sich hinlegt. Hat er sich hin. Will er sich wahrscheinlich hinlegen, oder? Jo. Bloß keine große Aufmerksamkeit schenken. Und dann wieder zurück zur dunklen Bruderschaft. Ja, will ich. Das waren sehr leichte Aufträge. Wir müssen reden. Okay. Ich schweige. Hör zu. Irgendetwas geht hier vor sich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist, aber... Wir müssen es herausfinden. Wenn die Mutter der Nacht euch tatsächlich den Befehl gab, mit einer Kontaktperson zu reden, wären wir verrückt, das zu ignorieren. Ich denke, wir sind uns beide einig, dass Cicero bereits genug Wahnsinn über die Zuflucht gebracht hat. Also geht. Geht nach Volonrud. Es handelt sich um eine Krypta, die ziemlich weit im Nordosten liegt. Redet mit diesem Armand Mautier. Wollen wir mal sehen, wohin all das führt, hm? Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem gebe ich erstmal meine Aufträge ab. Ja, so trainiert man an der Wand. Hm, schon klar. Guter Mann. Bitte sagt mir, dass ich... Herrn ist tot. Sarkasmus wäre diesmal fehl am Platz. Ihr seid gegen einen Vampir angetreten und habt überlebt. Gut gemacht. Und wenn ihr euch eine sanguinare Vampiris eingefangen habt, lasst euch bitte behandeln. Sonst endet ihr noch wie unsere Babette. Es sei denn, ihr habt es die ganze Zeit darauf angelegt. Hier ist eure Bezahlung. Du Produkt tot. Wunderbar. Ich sage immer, nur ein toter Barde ist ein guter Barde. Bei all der Singerei und all dem Frohsinn wird mir immer übel. Eure Bezahlung, wie üblich. So, ich brauche dringend leichte Rüstung. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Hallo, Arpion. Was? Habt ihr wahrscheinlich für einen Auftrag? Ach, dachte, der könnte mich... Ihr habt Leute viel zu Glück. Töten, mein Freund. Macht euch ans Werk. Ja, ich dachte, der könnte mich trainieren. Ei. Kommt der Tod nicht zu uns allen? Ist ja, er nicht eine Gewissheit? Darum ist es mir eine Ehre, Vorbote des Todes zu sein. Beim unausweichlichen Ende eines Geschöpfes eine Rolle zu spielen. Niemand rechnet mit einem Feuerball aus der dunklen Ecke. Ja, aus der dunklen Ecke. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir die nächste Quest. Ich mache mir nichts aus der. Aber erst in der nächsten Folge. Und hier oben drüber kommt jetzt so Two Words. Lala.